Ah, oh, das Management hat's mal wieder verbockt. So oder so ähnlich hören sich wahrscheinlich viele Aussagen von Mitarbeitern an. Doch gibt es das Management? Naja, es gibt verschiedene Bereiche im Management und eine davon ist tatsächlich in der IT-Security. Und ihr habt schon richtig erraten, heute geht es wieder mal um IT-Security-Berufsbezeichnung. Wir wollen uns heute die Management-Ebene angucken. Dort sind mehrere Berufe wieder mal angesiedelt. Und ja, da gibt es durchaus auch sehr positive Beispiele, wie man das eigentlich alles tun kann. Zum Beispiel bei Google, naja, also ich meine, wann habt ihr das letzte Mal von einem Hack bei Google gehört, der wirklich irgendwelche Nutzerdaten oder sowas exposed hat? Ich glaube, das ist schon ziemlich lange her. Und das ist eigentlich auch wirklich ein gutes Zeichen, wenn ihr in der IT-Security im Management arbeitet und man weiß nicht mal, dass ihr arbeitet, dann macht ihr eigentlich alles richtig. Eigentlich ein sehr undankbarer Job, aber ihr werdet sehen, es gibt andere, sagen wir mal, gehaltsspezifische Argumente, warum man definitiv in so einen Job gehen könnte. Und was man natürlich auch macht und ja, wie man eigentlich dort überhaupt arbeitet, was man können muss, das wollen wir jetzt alles klären. Lasst uns anfangen mit der Hierarchie. Das heißt, wer arbeitet eigentlich mit wem zusammen, beziehungsweise wer ist der Chef von wem? IT-Security ist wirklich eigentlich so wichtig, dass es mittlerweile in fast jedem Betrieb im Management drin sein sollte. Also zumindest, wenn es ein Management im Betrieb gibt, okay? Und das gibt es tatsächlich häufig. Und ja, tatsächlich die allerhöchsten Management-Ebenen, für die, die es nicht wussten, sind die C-Schichten, beziehungsweise die C-Berufsbezeichnung. Also sowas wie der CEO, von dem habt ihr sicher schon mal gehört, der CIO, der Chief Information Officer und in der Security der CISO, der Chief Information Security Officer. Ja, und der ist jetzt wirklich sehr, sehr hoch, ähnlich wichtig wie der CEO in einem Unternehmen. Der ist wirklich sehr, sehr wichtig, ja, okay? Und ja, der ist quasi der Chef von der ganzen Security. So, und dann gibt es natürlich darunter noch Leute, die ihm helfen, zumindest wenn es mehrere Abteilungen gibt. Dann gibt es Leute, die quasi den Security Manager, beziehungsweise manchmal auch als Security Director bezeichnet, diese Aufgaben machen. Wenn es allerdings nur eine große Abteilung gibt, falls das Unternehmen nicht ganz so groß ist, dann gibt es meistens nur den CISO, also den Chief Information Security Officer, der einfach alles mit der Security regelt. Was nicht heißt, dass es nicht andere Leute gibt, die sich mit Security auskennen. Also Security-Analysten und so weiter, die kommen natürlich noch dazu. Aber der Manager, der ist meistens der CISO, beziehungsweise der CISO überwacht sozusagen die Security Manager oder Security Directors. Meistens eher Security Manager genannt und delegiert dann Aufgaben an diese, wenn das Unternehmen eben zu groß ist, dass es eine Person eben nicht mehr handeln kann. So, jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wie viel verdient man da eigentlich so? Man muss dazu sagen, die ganzen Managementberufe in der IT-Security sind keine Einsteigerberufe. Also normalerweise steigt man als Security Analyst oder Security Engineer ein. Und das haben wir ja letztes Video schon uns angeguckt. Hacker als Beruf, könnt ihr gerne nochmal reingucken. Und dann arbeitet man sich quasi hoch. Ja? Also durch Beförderung, durch weitere Zertifikate, durch einfach wirklich jahrelange Berufserfahrung in diesem Bereich. Und irgendwann landet man dann so zum Beispiel beim Security Manager. Und das heißt zum Beispiel, ist man mal der Chef von einem Security-Team oder generell von einem Team. Und dann ist man der Chef von mehreren Teams vielleicht. Und ja, dann wird man irgendwann vielleicht mal zum Security Manager und dann vielleicht irgendwann mal zum CISO. Der Security Manager verdient wirklich im Schnitt so zwischen 80 und 120.000 Euro im Jahr. Das ist insane viel, wenn wir uns das mal so überlegen. Also viele Leute, normalerweise jeder eigentlich, hat weniger Gehalt als der Security Manager. Außer vielleicht der CISO, der ist nochmal ein Stückchen drüber. Im Schnitt verdienen die nämlich 135.000 Euro im Jahr. Aber die oberen 10% gehen auch mal über 160.000 Euro im Jahr. Also das ist wirklich so ziemlich das Höchste, was man so erreichen kann in der Informatik, würde ich mal so behaupten. In der Security und in der Informatik wohlgemerkt, weil Security der bestbezahlteste Bereich der Informatik ist, höchstwahrscheinlich. Und ja, bei Google vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr als diese 160.000, weil Google natürlich einfach riesig ist. Also ihr könnt euch da nach oben hin eigentlich keine Grenze setzen. Das kommt natürlich ganz aufs Unternehmen drauf an. Vielleicht sind da noch die ein oder anderen Selbstständigen dabei, die ein bisschen mehr verdienen. Das kann schon mal vorkommen, aber wenn ihr angestellt seid, ist das so ziemlich das meiste, was ihr verdienen könnt in der Informatik. So, jetzt aber natürlich die Frage, wie kommt man dahin? Ja? Was muss ich alles können, um endlich so viel Geld zu verdienen? Und die Frage wollen wir natürlich auch noch kurz klären. Und zwar sind die Aufgaben grundsätzlich eigentlich so allumfassend wie
naja, wie man es vielleicht nicht haben möchte. Das heißt, ihr müsst natürlich, also ihr seid quasi der Chef von den Security-Analysten und Security-Engineers, ja? Ihr seid quasi der Chef von der Security in diesem Fall. Das bedeutet, ihr müsst Policies erstellen. Also ihr müsst wirklich Policies erstellen, zum Beispiel für die Mitarbeiter, dass jeder Mitarbeiter sich nur noch mit einem Security-Key einloggen kann. Dazu gibt es nächste Woche noch ein bisschen mehr. Ihr müsst zum Beispiel Policies erstellen, wie die Mitarbeiter verwaltet werden. Ihr müsst Identity und Access Management betreiben. Also wer darf was, ja? Wer hat Zugriff auf was? So ähnlich wie beim Militär, ja? Was ist quasi Top Secret, was ist Secret und so weiter und so fort. Ihr müsst aber auch natürlich vor allem Teams beaufsichtigen und Teams verwalten. Das heißt, ihr müsst sagen, in diesem Team ist keiner, der Security gut kann, aber in dem Team sind zwei, dann kommt der eine darüber. Oder wir brauchen eben neue Leute, weil hier haben wir keinen, der Security kann. Und hier brauchen wir noch was und so weiter und so fort. Das ist jetzt natürlich schön und gut. Ich meine, ich kann auch immer sagen, hey, wir brauchen mehr Leute. So, ja, das mache ich auch die ganze Zeit hier auf YouTube. Hey, ich brauche mehr Leute. Ich arbeite irgendwie 14 Stunden am Tag, aber irgendwie kommt niemand. Woran liegt das? Naja, ihr müsst auch das Budget verwalten, ja. Teilweise reicht es halt einfach nicht, um noch mehr Leute einzustellen, weil Security-Leute sind natürlich nicht günstig und ihr habt halt ein gewisses Budget. Und wenn das weg ist, dann könnt ihr nicht mehr machen. Das heißt, ihr müsst quasi aus dem, was ihr zur Verfügung habt, müsst ihr das Beste machen. Und ja, das ist auch eine wichtige Aufgabe vom CISO bzw. vom Security Manager. Ihr müsst aber auch natürlich teilweise Audits durchführen. Das heißt wirklich selbst nochmal gucken, läuft wirklich alles so, wie ich das geplant habe, oder machen die da gerade Murks? Dafür seid ihr quasi verantwortlich. Natürlich sind die Leute jeweils verantwortlich, dass sie ihre Sachen gut durchführen, aber das kann man halt nur prüfen, wenn man selbst mal drauf guckt. Ich meine, wer ist noch über euch? Ja, ihr seid der CISO, das ist quasi das Oberste. So, und ihr müsst natürlich auch die aktuellen Trends und Geschehnisse im Blick behalten, das heißt sowas wie CVEs betreffen die mein Unternehmen, betreffen sie es vielleicht nicht, ist das jetzt vielleicht eine gravierende Sicherheitslücke, die sofort gefixt werden muss, oder ist das gar nicht mal so schlimm? Der CISO bei Google oder die Security Manager bei Google, die werden wirklich jeden Tag mehrere Hunderte, also Plural, Hunderte, ja, Schwachstellen bei sich auf dem Tisch liegen haben und müssen dann sagen, das ist wichtig, das ist nicht so wichtig, das ist sehr wichtig, das muss als erstes gemacht werden. So, also quasi diese Priorisierung und das Risikomanagement sind natürlich auch eine wichtige Sache. Und dementsprechend ist es auch eine Kernkompetenz, dass ihr einigermaßen ruhig bleiben könnt, wenn irgendwie wirklich eine Krise da ist, weil ihr quasi permanent im Krisenmanagement seid. Ja? Security ist Krisenmanagement so ein bisschen. Das heißt, ihr müsst die ganze Zeit am Ball bleiben, die ganze Zeit irgendwelche Trends verfolgen. Ich meine, wie viele Schwachstellen werden täglich wirklich gefunden? Das sind schon ein paar. Und ja, wenn man dann mehrere riesige Plattformen quasi beaufsichtigen muss, dann muss man da natürlich auch einiges drauf haben und einiges wegstecken können. Wenn dann halt mal wirklich sowas Schlimmes kommt, dann sagt man halt, jo, muss halt gefixt werden. Und ich habe da auch mal ein interessantes Zitat von Linus Torvalds gesehen, der Schaffer von Linux, der hat gemeint, ja, Security-Schwachstellen sind im Endeffekt auch nur Bugs, ja, die müssen gefixt werden. So, und das ist im Endeffekt eure Philosophie dahinter, wenn ihr der Security-Manager seid. Ihr müsst das halt irgendwie reparieren und ihr müsst das Ding irgendwie zum Laufen bringen und beim Laufen halten. Ja, natürlich kann es vorkommen, dass dann auch mal was durchrutscht, ja, also dass da quasi auch mal was nicht schnell genug gefixt wird und dann ist der Hacker halt leider schneller. Sprich, was eure Aufgabe dann auch ist, wenn es tatsächlich zu einem Hack kommt, ihr müsst das Ganze kommunizieren und ihr müsst, also an die Öffentlichkeit teilweise natürlich auch kommunizieren, weil das rechtlich teilweise vorgeschrieben ist, und ihr müsst natürlich eine Realtime-Analyse durchführen und Forensik machen, ja, also ihr müsst quasi das Ganze verwalten und dann möglichst den Schaden begrenzen und sagen, er hat nur Zugriff auf alle Passwörter bekommen, aber die E-Mail-Adressen sind immer noch sicher. Das heißt, im Endeffekt für jeden User, ey, einmal Passwort recyceln. So, das ist im Endeffekt auch eine wichtige Angelegenheit hier und die muss auch verwaltet werden. Natürlich kann man das nicht alles selber machen. Ja, dieses Incident Response, das ist was, was auch von Teams gemacht wird. Da gibt es auch wirklich Incident Response Teams. Die sind normalerweise inaktiv, im besten Fall dauerhaft inaktiv, ja, aber die sind dann natürlich bei Leuten, die normalerweise auch so im Betrieb arbeiten. Das heißt, das ist quasi nochmal was Zusätzliches, was nur gemacht wird, wenn es wirklich schlimm ist. Und als CISO bzw. Security Manager seid ihr höchstwahrscheinlich auch der Chef vom Incident Response Team. Das heißt, ja, eure Aufgabe ist natürlich das Incident Response Team, also die, die bei einem echten Hack wirklich was analysieren,
dass ihr da quasi voranprescht und sagt, das muss analysiert werden, das ist schlimm, das müssen wir rausgeben. So Sachen müsst ihr dann quasi auch machen. Ja, ist sehr, sehr viel. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich nur alleine im Unternehmen seid und alleine das Ganze managt, dann ist das wirklich ordentlich viel, weil ihr, wie gesagt, auch natürlich Audits durchführen müsst und alles drum und dran. Das ist schon mehr als ein Fulltime-Job, muss man ehrlich sagen, wenn man es alleine machen soll. Aber ja, es ist natürlich auch sehr, sehr gut bezahlt. Doch wie kommt man jetzt dahin? Also was muss ich alles wissen? Was muss ich konkret alles lernen, damit ich dahin komme? Nun, normalerweise ist mindestens ein Masterstudium gefragt, teilweise sogar ein Diplom ist Voraussetzung, um überhaupt in diese Management-Schichten vorzudringen. Teilweise reicht aber, wie gesagt, auch ein Masterstudium, je nachdem, was da eigentlich an Kernkompetenzen noch hinten dran steckt. Man kann sich natürlich seine Kernkompetenzen auch immer mit Zertifikaten beweisen lassen, also dass man quasi sagt, hey, hier, schau mal, ich habe zwar mein Masterstudium gemacht, aber ich habe das Zertifikat und das. Dann hat man nochmal zusätzlich quasi was, wo man sagen kann, okay, nochmal besser als Master, ja. Zusätzlich muss man natürlich auch sich immer mit den CVEs beschäftigen, das habe ich schon gesagt, man muss Kenntnisse im Pentesting haben, Kenntnisse im Threat Modeling, das heißt quasi vom Pentesting die Ergebnisse umwandeln können in Risiko und also wie schlimm ist das Ganze eigentlich, das ist auch sehr wichtig. Man muss natürlich auch programmieren können, ist ganz klar, sonst kann man sowas niemals durchführen und sonst kann man gar nicht so hoch kommen, weil man fängt ja normalerweise als Security Analyst oder Engineer an und steigt dann auf. Und man muss natürlich Networking, Operating Systems, also Betriebssysteme, Netzwerktechnik und sowas, muss man natürlich auch können. Ja, das heißt, wir haben wirklich hier sehr, sehr viele Dinge, die man können muss, aber die man sich natürlich auch über die Jahre aufbauen kann. Normalerweise braucht man mindestens 7 Jahre Berufserfahrung, bevor man in Richtung Management geht. Und davon sollten, beziehungsweise Richtung CISO geht, und davon sollten schon mal 5 Jahre im Management an sich sein. Das heißt, dass ihr quasi ein Team geleitet habt oder sowas. Und das ist schon was, wo man sich sagen kann, okay, das ist was, was ich anpeilen kann, vielleicht für die Zukunft. Aber ja, es ist nicht jetzt sofort vielleicht erreichbar, wenn ihr gerade mit dem Studium fertig seid. Aber wenn ihr jetzt mit dem Studium fertig seid und in die Richtung wollt, dann machen wir jetzt Folgendes. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein CISO seid und dieses Video hier gerade seht, dann meldet euch bei mir und ja, ich würde gerne ein Interview mit euch führen. Okay, und ja, jetzt schauen wir noch, wie ihr da hinkommen könnt mit einer Bewerbung. Denn ja, dieses Video hier ist auch wieder unterstützt von GetInIT. GetInIT ist eine gigantische Plattform, wo ihr einen IT-Job finden könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt auf der Suche seid und zum Beispiel im Security-Feld rein wollt, ja, dann könnt ihr hier tatsächlich auswählen, ich möchte zum Beispiel hier IT-Security haben. Und dann sehen wir, okay, hier gibt es einen ganzen Haufen Jobs in der IT-Security, 126 offene Stellen. Aber ihr müsst euch nicht bewerben, ja. Das Tolle bei GetInIT ist, ihr könnt euch ein Profil anlegen und dann bewerben sich die Firmen bei euch. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel sagen, hey, wir können IT-Security und das mit einer Stufe 5 oder vielleicht nur 4 oder 3, I don't know, je nachdem, wie gut eben eure Kenntnisse sind, seid da ehrlich. Und ja, ihr könnt Pentesting und so weiter und so fort. Und das könnt ihr da alles eintragen. Und wenn ihr euer Profil wirklich komplett ausgefüllt habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein Jobangebot bekommt, wirklich sehr, sehr hoch. Von den Leuten, also es ist ja nicht das erste Mal, dass wir dieses Sponsoring machen, aber tatsächlich von den Leuten, die sich über meinen Link angemeldet haben und ihr Profil hier vollständig ausgefüllt haben, haben tatsächlich 80% eine Jobanfrage bekommen. Und das ging sogar relativ schnell. Und ja, das ist einfach eine super Gelegenheit, hier reinzukommen. Wie gesagt, Security Analyst oder Security Engineer, das sind so die Dinge, die ihr haben wollt, wenn ihr ins IT Security Management reingeht und ja, da einfach mal anfangen wollt sozusagen. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.